Halte die Arme oben und mach einen ganz großen Schritt. Von den Händen bis zur hinteren Ferse bilden wir eine ganz gerade Linie. Das hintere Bein noch dazu in die Luft heben und bilde in der Standwaage eine ganz gerade Linie. Die dritte Übung solltest du wirklich sehr häufig üben und dabei ist es wichtig, die Arme durchgestreckt zu lassen und natürlich auch den Rücken ganz gerade lassen. Als nächstes versuchen wir im Handstand den Spreizwinkel zu halten. Weil du noch keinen Handstand kannst, schau dir meine Handstand-Tutorials an. Jetzt den Spreizwinkel beibehalten und versuch mit dem hinteren Fuß auf den Boden in die Brücke zu gehen. Natürlich müssen wir für einen guten Bogengang Brücke lernen. Zur Brücke und Brücke in den Stand habe ich einzelne Tutorials gemacht. Schau dir meine Tutorials an. Also für einen guten Bogengang vorwärts musst du nebenbei Handstand, Spagat, Brücke und Brücke in den Stand üben. Für mehr Tipps und Tutorials abonniere meinen Kanal und viel Spaß!